Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swody nach langer Zeit mal wieder mit einem Video am Start. Eigentlich dachte ich, dass ich zwischendurch mal Race Room irgendetwas präsentieren kann, aber das Update lässt noch auf sich warten. Mitte Oktober war es angekündigt, heute schreiben wir den 22.10. Ist nicht. Nächste Woche kommt aber dafür in Assetto Corsa was, und zwar der erste von drei Teilen Porsche DLC. Mit, ich glaube, 7 oder 9 Fahrzeugen. Insgesamt soll es 3 DLCs mit der Marke geben. Wird interessant, 25.10. ist als Veröffentlichung für PC angedacht, also kommenden Dienstag. Ich werde allerdings erst am Wochenende dazu kommen, leider. Wird aber interessant, der Porsche 918 ist dafür bereits groß angekündigt worden. Mal schauen, was sonst noch da in dem ersten Teil zu sehen ist. Aber heute dreht es sich um Automobilista, denn bei denen gab es in der Nacht von gestern auf heute das nächste Update und auch das erste DLC, und zwar das Brit Pack, wie angekündigt, mit Caterham, Ultima und dem MCR und zusätzlich noch Formula Trainer Racing School. 3 neue Strecken und ihr seht hier unten Update auf Version 1.1. Ich fange mal ganz grob irgendwo an, und zwar dabei, dass wir einfach vorne bei den Ultimas mal anfangen, reinschauen. Im Britpack enthalten 1999 das Ding übrigens aktuell noch 1799 bis zum 28.10. sind 2 Versionen des Ultima GTR enthalten, und zwar mal die Rennversion und einmal die Straßenversion. Die Straßenversion sehen wir gerade hier unten, die Rennversion sehen wir hier. Wir gucken uns das Ganze auch nochmal ein klein bisschen detaillierter an und sehen dabei dann auch schon die erste Änderung, die sich hier in der Version ergeben hat. Und zwar kann man jetzt innerhalb des Showrooms die Fahrerseite festlegen, also ob es ein Rechtslenker oder ein Linkslenker ist. Ein Ultima als britisches Fahrzeug für gewöhnlich, ganz schön wellig das Auto, heide nee, für gewöhnlich ein Rechtslenker. Wenn ich jetzt aber hier umstelle auf links, wandert das Lenkrad nach links, der Scheibenwischer nach rechts. Finde ich ganz lustig. An sich ein relativ sinnloses Feature, wie ich finde, aber mei. Es gibt nun mal Leute, die gewöhnen sich dran, dass sie auf der linken Seite sitzen, dann fahren sie halt lieber auf der linken Seite rennen. Aber ehrlich, wenn ich ein britisches Auto fahre, muss ich auch rechts fahren. Psch. Egal. Wir lassen es deswegen auf Voreinstellung. Es geht bei dem Ultima, bei den Caterhams und auch bei den V8 Supercars, die als, ich meine, den Super V8, das sind ja keine V8 Supercars, ist ja nur rein theoretisch angelehnt an die V8 Supercars, die nun mal australische Fahrzeuge sind und dementsprechend auch dank britischer Kolonie rechts gelenkt. Das gibt's also neu, als eine offensichtliche Neuerung. Ansonsten hat man die Fahrzeugshader verbessert, ein paar Optimierungen hier und da gemacht, bei verschiedenen Fahrzeugen noch an den Physikparametern gedreht oder dem Basissetup etc. Insgesamt relativ wenig Nennenswertes dabei. Ich schaue nochmal ganz kurz raus aus dem Showroom zu einem anderen Auto, und zwar zu den Caterhams, dem 270, genau. Hier hat man, genau, noch eine weitere Einstellmöglichkeit im Showroom, und zwar, dass man den Überrollkäfig ausbaut und somit hinten nur den kleinen Bürzel hat. Diese Möglichkeit gibt es bei dem Caterham 270 und dem 360R. Das sind also die eigentlich offensichtlichen Neuerungen. Ansonsten Changelog werde ich, wenn ich dran denke, unten in der Videobeschreibung verlinken. Ist nicht so umfangreich, aber man hatte mit dem Britpack eigentlich schon genug zu tun. Man arbeitet noch an Steam Achievements. Und man arbeitet ja nebenbei eigentlich immer noch an einem neuen Titel. Das darf man ja eigentlich auch nicht vergessen. Und Racer ist nun mal ein relativ überschaubare Studie. Ich glaube, 5 Mannen mit Nils oder 6. Also, da darf man eigentlich keine Wunder erwarten. Von daher muss man eigentlich schon den Hut ziehen vor dem, was die Jungs hier erreichen und mit jedem Update doch noch bringen. So, wir hatten gesagt, wir fahren jetzt erstmal Ultima. Wir gucken mal kurz rein in die Daten der Straßenversion. 626 PS, 731 Nefton auf 1000 Kilo ungefähr. Das ist übrigens auch neu, so ein kleiner Beschreibungstext hier unten. 6,3 Liter V8 aus dem Chevy, ist okay, ist ordentlich, ist amtlich. In der Rennversion hat man das Ganze ein bisschen eingeschränkt, der hat gerade schon mal geguckt, 490 PS bei 570 Nefton. Durch Sicherheits
Teile, denke ich mal, dann auf die 1100 Kilo hochgeschraubt. Der Motor ist der gleiche. Wir nehmen mal die ungezähmte, ungebändigte Straßenversion und da gefällt mir das Schwarz schon ganz gut. Neue Strecken, Brands Hatch Indy und Grand Prix. Der Catwall Park und der Olden Park in vier Versionen. Classic, Foster's, International und Island. Wir fangen einfach mal oben an in der Grand Prix Variante des Brands Hatch Circuits. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier, so. Ich hoffe, ich habe die richtige Lenkrad-Einstellung gewählt. Ich weiß es nicht. Ich bin so selten unterwegs momentan. Da steht eine interessante Information. H-Shifter. Brauche ich gar nicht lange suchen. Gut. Ja, momentan ist es wirklich arg eingeschränkt. Ich bin letztens mal wieder ein paar Runden gefahren in Project Cars. Ich dachte, nach so vielen Updates und so langer Zeit, immerhin ist das Spiel ja jetzt schon 1,5 Jahre draußen. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon kurz vorm Ende des Lebenszyklus, weil dann kommt ja irgendwann Project Cars 2. Gönne ich dem Spiel nochmal eine dritte Chance? Ich kriege immer noch nicht so wirklich das Feeling. Ich war eine Stunde, 1,5 unterwegs auf unserer Sakito International Teststrecke. Irgendwas fehlt mir an dem Ding. Bin danach dann nochmal ein bisschen Race rumgefahren. Aber das ist alles, was ich so in letzter Zeit an Racing erlebt habe. Ist nicht viel. Einstellmöglichkeiten sind eigentlich ganz solide, würde ich mal sagen. Kupplung treten, Gas haben wir da, der Pfeil zeigt nach rechts. Dann fahren wir doch einmal raus. Hey, DW, was der Hündel. Auf gut Deutsch, Jung, der ist ganz schön sportlich auf dem Heck. Brands Hatch kennen wir natürlich aus, woher kennen wir es denn? Clear. Oh, clear. Der Spotter ist auch neu. Genau, das hatte ich irgendwie überlesen, weil mich die Spotter normalerweise nicht so wirklich tangieren. Da fällt mir aber gerade eins auf. Der Junge ist laut. Meine Güte. Ihr habt Ohren. Du musst mich doch nicht anschreien. Radio Volume. So. Ich stell dich mal auf einen Wert, der weniger brutal ist. Ich lasse ihn mal an. Radio Subtitles machen wir dafür aus. Geh nochmal raus auf die Strecke. So, dann sollte das Auto jetzt auch deutlich mehr im Vordergrund stehen. Brands Hatch kennen wir aus F1, 2, 13, 14? Was bin ich zuletzt für einen Titel gefahren? 2013 war das, oder? All clear, go, go, go. Jung, du bist immer noch verdammt laut. Wir sind natürlich auch die Indie-Variante zumindest in R3E gefahren. War ja im Rahmen der DTM mit dabei. Das Auto untersteuert ganz schön. Aber Brands Hatch kennt man. Die Grand Prix-Variante in Race 07 gefahren. Also von daher sollte uns diese Strecke nicht gänzlich unbekannt sein. Ich glaube im Project Cars sind wir natürlich auch gefahren mit Lotus 49. Und wenn mich nicht allzu viel täuscht, meine Erinnerung trügt mich ja ganz gerne mal, sollte die Strecke ja laserscanned auch in Assetto Corsa vorhanden sein. Hey. Uhu! The caution flag is out. The Gaussian Flag ist am Arsch, Jung. Du bist viel zu laut. Oh, hier gibt es ein Speed Limit. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Und das kennen wir beim Swordy auch. Kaum aus der Box raus, schon den ersten Dreher hingelegt. Fängt ja gut an, die Folge. Ja, also ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich hier rechts gelenkt bleibe die ganze Folge über. Gehört sich einfach so, wie ich finde. All clear. Ah, der Kollege ist jetzt deutlich angenehmer. Ich finde zwar immer noch ein bisschen laut, aber... Na, gleichen Fehler gemacht wie gerade. Au, oh, shit. Shoot! Caution. Ja, Caution am Hintern. Ich bin jetzt... Yellow flag. Ich bin die Yellow Flag, Junge, da brauche ich nicht outwatchen. Na, super, jetzt habe ich mir das Auto komplett zerstört. Das war die und... Na, das vergisst es. Ich hatte doch letztens irgendwo mal die Möglichkeit gefunden, das Auto auch von außen so halbwegs zu betrachten. In einer Kameraperspektive, mit der man arbeiten kann. Irgendwie nicht. Sowas.
Nein, das ist die Füße. Pitstop requested. Nein, Pitstop unrequested. Ach, das ist mein... Pit exit is clear. Ja, schön für dich. Himmel, hilf! Okay, das war's auch nicht. Wir werden uns irgendwie versuchen, hier mit irgendeiner Kamera zu behelfen, die so halbwegs aussieht, als könnte man sie nutzen. Ich glaube, das letzte Mal sind wir irgendwie dann darüber gestolpert. Na. Das also ein Ultima GTR. Sieht irgendwie komisch aus, ist er auch. Aber sportlich, muss ich sagen. Bei 1000 Kilo in der Straßenversion und 700 PS hat er ja. Ne, 690 PS und 700 Newtonmeter, ne? Aus dem V8. Yellow flag. Ja. The caution flag is out. Schnauze. Also das Auto hat extremes Untersteuern. Ich muss noch mal ganz kurz, ihr wisst ja, bei mir ist alles live und in Farbe und ungeschnitten und chaotisch. Free Move wäre es nicht. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon, nee, on board. Nein. Spectator auch nicht. Tracking. Vielleicht doch Spectator. Swingman Camera C. Aha, versuchen wir es doch mal mit C heute. Das sieht doch gesund aus. Man muss nur wissen, wo man sich seine Klamotten hingelegt hat. Gut, ich bin jetzt ruhig, fahre eine Runde, hoffentlich diesmal komplett um die Strecke. Ich werde vorsichtig, sanft und sachte fahren. Und danach geben wir mal ein bisschen Saures und versuchen nicht in der Bande zu landen. Bis gleich. Pit exit looks good. Sorry. Jetzt. Pit exit looks good. Watch out, yellow flag.
Ja, klingt also wie ein typischer Ami. Ich meine, ist ja auch ein typischer Ami. Hui. Und dieser Spotter nervt. Ich weiß nicht, wieso. Ich dachte, ich hätte ihn jetzt ausgestellt, aber... Das Auto dreht sich schon wieder. Das Auto dreht sich ein. Das gibt's gar nicht. Egal, wir fahren jetzt trotzdem mal zu Ende. Ah, wir haben einen ziemlichen Aufhängungsschaden. Und er untersteuert. Das ist schlimm. Ist halt ein Straßenauto. Mit einer kaputten Aufhängung spaßt man eigentlich nicht. Mei. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz hier... Also erst nochmal gucken, warum der Spotter... Radio Spotter off. Dann machen wir es halt so. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Und holen uns mal... die Rennversion. Nehmen diesmal auch nur die kurze Variante. Ah, was soll der Geiz? Komm. Zwei Runden machen wir mit der Rennversion mal voll. Deutlich weniger Leistung, aber ich denke mal... Ah, Sequential with Power Shift. Aha. Ich denke mal, dass er... deutlich besser auf der Straße liegen dürfte. Wahrscheinlich erstmal wegen der Reifen und... Ja, einfach so. Weil es halt ein Rennauto ist. Straßenversion war aber schon eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Brauche ich gar nicht gucken. Komm. Wir wollen ja autistisch und authentisch sein, deswegen muss ich ganz kurz noch einen Knauf wechseln. Ein bisschen schade, dass hier die Spiralkabel durchs Lenkrad schimmern. So, jetzt habe ich natürlich die Gangschaltung auf der falschen Seite, glaube ich zumindest. Stopp, stehen bleiben. Ja, die schalten links. Das war klar. Okay. Ei. Okay. Finde ich auch interessant hier die Mischung aus diesen lustigen Spiegeln, die außen auf den Kotflügeln angebracht sind und dem virtuellen Rückspiegel, also die Kamera nach hinten gerichtet. Ist eine interessante Mischung. Das Auto klingt ganz anders durch Renndifferenzial. Wimmer. Jetzt auch 6 Gänge zur Verfügung. Irgendwie kommt mir diese Kurve ganz anders vor als in den anderen Rennspielen, die wir so hinter uns gebracht haben. Die wirkt hier deutlich steiler einfach. Nicht einschlagen, nicht... doch, aua. Es tut so weh und es tut mir so leid. Ich wollte dem Auto keinen Schaden zufügen, ehrlich nicht. Ich wollte einfach nur mal eine Runde sauber um den Kurs kommen. Aber irgendwie schaffe ich es nicht. No Speed Limiter. So eine Schweinerei. Sind eh viel zu schnell, von daher egal.
Bremsen ein bisschen auf Temperatur bringen, um die Reifen von innen durchzuwärmen. Das wirkt... Die Strecke wirkt insgesamt viel steiler in diesem Spiel. Auch hier diese Senke, die kam mir nie so brutal vor, wie es hier gerade der Fall ist. Das dürfte übrigens, na, ich denke mal, das ist schon im Prinzip der gleiche Motor, der in der Corvette verbaut ist, in der C6R und der C7. Aber die fahren da mit 5,5 Litern Aggregaten für die GT3-Homologation. Oder für die GT3-Spezifikation vielmehr. Das hier ist ja mit 6,3 Litern dann doch eher aufgebaut als zugeschraubt. 6,3 ist sowieso ein relativ komisches Displacement. 6,2 kenne ich bei den Chevys, aber 6,3? Hm. Da. Man merkt zwar früh, dass er kommt, aber es hat mir jetzt auch nichts gebracht. Ja, der geht einfach mit dem Arsch weg. Und ab 10 Grad kommt er dann richtig. Hm. Ich lenke halt immer nur ein bisschen gegen, weil ich denke, wenn er um 10 Grad kommt, dann lenke ich halt die 10 Grad gegen. Dummerweise kommt er ab dem Punkt dann einfach unaufhaltsam. Das ist suboptimal. Wieso reicht die Anzeige eigentlich nicht für die Öltemperatur? Das sieht ganz komisch aus. 99 Grad kriegen sie hin. Bei den 100 wird es aber schwierig. Dingeldell! Ich glaube, wir gehen hier besser raus. Das ist nicht so einfach. Ist mein lustiges Auto, aber da muss ich mich deutlich mehr drauf einlassen und ich glaube, es fängt erstmal damit an, setupmäßig hinten das Ding weicher zu machen, damit es auch ein Fahranfänger wie ich hinkriegt, das Auto auf der Straße zu halten. Machen wir mal weiter mit der kleinen Formel Trainer Racing School, tralala. Hier haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, irgendwie links oder rechts auszuwählen, weil ist ein One-Seater, Single-Seater, Einbaum, man sitzt mittig, da gibt es keine Seiten. 1,6 Liter Reihen Vierzylinder, boah, das kann so ziemlich alles sein. 141 PS, 164 Newtonmeter. Überschaubar, sag ich mal. Aber es ist ja schließlich auch ein Training-Formula, sonst was. Wir versuchen uns da mal, denke ich, an Olden Park in der... in der Variante, genau. Ah, genau. Da gibt es eine Advanced und eine Novizenklasse. Was fahre ich denn jetzt eigentlich gerade? Müssen wir gleich mal gucken, was genau das jetzt für eine Version ist. Speed Limit 60, okay. Eine Strecke, die ich bisher sehr, sehr selten unter die Räder genommen habe. Ich glaube, in Project Cars sind wir hier mal gefahren in der allerersten Folge. Ansonsten habe ich mit Catwell Park und auch Olden Park relativ wenig an der Rübe. Ich bin jetzt gleich die erste Runde mal ruhig.
Fährt sich wie ein Go-Kart. Ist lustig. Das Teil macht echt Laune. Kaum Leistung, aber geht quer wie Hunde und das kontrollierbar. Nur ist die Linie momentan natürlich alles andere als schnell, da brauchen wir nicht drüber reden. Der ist echt gut kontrollierbar. Der geht so schön quer. So sauber. Na, Mist. Habe ich mich ein bisschen überschätzt. Ich meine, die Kurve unterschätzt. Sieht von innen halt doch anders aus als von außen. Das Teil macht Laune. Das ist cool. Da sieht man wieder, frühes Rausbeschleunigen bringt mehr als spätes Bremsen. Oh, da wollte ich eigentlich nicht lang. Fahren wir halt mal eine Schleife. Ups. Ja. Die Karte weiß gerade nicht so ganz, wo wir sind und warum wir sind. Oh, 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 nein, das geht nicht gut, das geht nicht. Aua! Schade. Ja, jetzt haben wir wieder einen Aufhängungsschaden. Das Teil macht Bock, Jungs. Das ist cool. So, jetzt sind wir wieder auf der Strecke, auf der wir sein müssten. Nee, jetzt erst. Hey! Oh! Oh, ja, ja, doch, ich sehe ein, dass die Kurve ein bisschen zu schnell angefahren war. Oh. Okay, vergessen wir das. Ich schaue mal kurz nach, was denn das für eine Version gefahren war, wurde, hätte sein können. Das war schon die Advanced. Die Novizen-Version, die bringt 104 PS nur auf die Waage. Okay. Machen wir nochmal zwei Runden. Aber das war gerade echt lustig. Wie so ein Go-Kart. Schmeißt halt quer in die Kurve, kommst gerade wieder raus. Oder auch nicht. Aber doch, das Ding liegt echt gut. Für so einen kleinen, quirligen Formelrenner. Finde ich spontan irgendwie auch ein bisschen unterhaltsamer als die Formel V. Also, die war zwar auch so eine... Ja, wir enthalten uns bitte jeglichen Kommentars. Die Formula V ist zwar auch so eine Einsteigerklasse, aber irgendwie, ja. Ich weiß nicht. Macht auch Spaß, natürlich, natürlich. Irgendwas, diese Klasse hat irgendwie ein kleines bisschen mehr Pep, Spaß, ich weiß es nicht. Die anderen eigentlich auch gerade profilierte Reifen? Nee, ne? Die hatten richtige Slicks. Im Gegensatz hier zu den Novizen hier. Ja, der ist noch deutlich überschaubarer als der andere. Saß man gerade mit dem Unterboden auf, wie sich das anhörte.
Das war nichts. Könnte ungefähr das gleiche sein wie die Formula Junior in RAE. Oder die Formula Race Room Junior oder wie auch immer das Ding sich schimpft. So von der Ausstattung und dem groben Fahrgefühl her müsste das ungefähr passen. Oh nein, nicht schon wieder! Kinas. Das gibt's doch nicht. Hat sich alles über Bremse heute? Wieder aus? Mist. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch, dann geht's weiter. Sehr schlecht aus der Kurve rausgekommen. Na! Oh Mann! Gibt's das denn? Viel zu spät gebremst, wieder einmal. Zu vorsorglich, nicht vorsorglich, vorsichtig diesmal gewesen. Und schlecht aus der Kurve rausgekommen. Bin jetzt am Hintern. Ja, ich bin ja schon weg. Gut, das dritte ist der MCR Sport 2000. Das ist ein Rennschlüssel. Ich glaube, die haben sogar Straßenzulassung. Bei den Briten zumindest. Die sind ein bisschen humaner. 2 Liter Inline, ich meine rein 14-Zylinder, Duratec, Heckantrieb, was auch immer Duratec ist. 179 PS, 199 Newtonmeter.
Hier steht was von Prototyp, also wohl nicht allzu viel Straßenzulassung. Relativ überschaubar die Leistung, also kaum mehr als bei diesen Formel-Trainee-Dingern, die wir gerade gefahren sind. 685 Kilo, dabei halt ein bisschen schwerer. Könnte aber auch ganz lustig werden. Mit dem geht es jetzt mal auf Catavel, da. Catwalk Park. Vielleicht noch irgendwas in der schöneren Lackierung. Spricht mich jetzt so direkt nicht allzu viel an. Nehmen wir halt Martini. Und ja, Martini war mal mit roter Basis und dann den blauen Streifen drauf. Bei wem war denn das? Ich komme nicht drauf. Leider, leider. Aber es war definitiv mal eine Kombination, die es für Martini Racing gab. Heutzutage ja, oder danach dann eher bekannt in weißer Basis mit den Martini-Farben. Einstellmöglichkeiten, zumindest an Differentialen nicht allzu viel. Ansonsten so das Übliche. Dann lass uns mal rausgehen. Und ich bin ruhig. Nicht so gut, ne? Ja, tut mir leid. Ich bin auch hier nicht allzu oft unterwegs gewesen. Ich kann mich spontan gar nicht erinnern, wann ich überhaupt mal unterwegs gewesen bin hier. Ich glaube, einmal waren wir irgendwie in so einem Regenrennen hier. In Project Cars. Naja, auf jeden Fall, die Streckenkenntnis lässt arg zu wünschen übrig. Aber das Auto klingt ganz sportlich, dafür, dass es kaum Leistung hat. Naja.
Na, scheiße. Okay, muss man vielleicht ein bisschen früher mal bremsen. Hier musst du die Strecke auch kennen. Die haben ein bisschen an Entfernungstafeln etc. gespart. Ja. Da vorne kommt jetzt gleich so eine fiese, fiese Rechtskurve. Ich dachte, die kommt noch später, aber nein. Oh Mann. Okay. Wir werden hier noch ein paar Runden unterwegs sein, dann lernen wir sie vielleicht. Hier haben sie Entfernungsschilder aufgebaut. Sehr löblich. Trotzdem habe ich zu spät gebremst. Schöne Pirouette. Ohne Einschlag. Ist ja auch schon mal was. Denkt dran, nach dieser Rechtskurve, die relativ zügig ist, kommt eine links hängend, genau. Und runter bremsen für die erste spitze Kehre, wenn es nur eine 90-Grad-Kurve ist. Und jetzt auch anbremsen, denn hier geht's fies hoch und rechts herum. Ui, wo geht's denn hin? Da, okay. Die geht noch zügig und jetzt schon mal runterbremsen, denn jetzt hat... okay. Es war noch unschön. Nein. Ey, ich bin mit Schrittgeschwindigkeit an die Mauer gefahren und das Ding ist kaputt. Gibt's doch nicht. Jetzt ist der Ofen auch noch aus. Wieder vorne links. Ah. Mich kann man was machen lassen, ne? Ohne Pirouette durch. Gut, gut. Oh, untersteuern. Und damit ist die Runde ungültig. Ich möchte jetzt gerne nochmal zwei Runden am Stück fahren. Die Outlap und eine schnelle Runde, wenn es denn möglich ist. Aber das Auto liegt echt gut. Das ist wirklich sportlich unterwegs. Das macht auch sehr viel Laune, auch wenn es kaum Leistung hat. Vielleicht macht es auch gerade deswegen Laune, ich weiß es nicht. Aber doch, das sagt mir extrem zu, auch so wie dieser kleine Formelrenner. Mit dem Ultima werde ich wahrscheinlich so schnell nicht warm. Auch wenn der natürlich viel Spaß macht. Der hat halt nur Drehmoment relativ ohne Ende. Und entsprechend geht er relativ schnell hinten weg. Das ist halt so. Damit muss einer wie ich klarkommen. Aber ich habe ja gesagt, mit ein bisschen Setup, also für Fahranfänger hinten einstellen, dass es weich ist und dafür eher zum Untersteuern neigt, sollte die Rennversion auch für mich irgendwie fahrbar zu machen sein. Ja, ich bin mal gespannt auf die Ketterhems. Die dürften ja auch ein bisschen Leistung haben.
und entsprechend dann auch ganz gut um sich keilen. So, hoch den Berg. Einhalten. Auch hier reinhalten. Das erinnert von der Kurvenfolge eher an ein Bergrennen als an eine richtige Rennstrecke. Und hinten eingeschlagen. Jetzt haben wir hinten rechts ein Aufhängungsproblem. Also von der Machart ist das hier wirklich eher ein Bergrennen. Finde ich sehr interessant. Die Strecke ist auch sehr schmal, wie man sieht. Das ist so eine richtig urige britische Strecke. Einfach klein, handlich, unüberschaubar. Sicherlich sehr fordernd. Und eigentlich von dem Layout her auch sehr schön gemacht. Man muss sie halt nur können. Aber das ist bei der Nordschleife auch so. Man muss sie halt können. Man muss zudem wissen, wo die Pfützen auftauchen etc. pp. Aber ansonsten, ja, Kenntnis ist halt alles. Unruhig, der Gute. Das sah doch schon fast gut aus. Zu sehr aufs Gras gekommen, weil die Kuppe einen doofen kleinen Knick macht. Oh Mann, wieder ungültige Runde. Finde ich absolut unschön. Oh, und untersteuern über den Körb. Ah. Jetzt haben wir auch vorne links wieder einen Schaden. Aber das könnte diesmal nur kosmetische Art sein. Eine gönnen wir uns noch. Im ersten Sektor verliere ich momentan viel zu viel Zeit, weil ich zu vorsichtig rangehe. Ja, da müssen wir vielleicht eine Übersetzung nochmal machen, den letzten Gang ein klein wenig kürzer übersetzen. Hochschalten hätten wir uns sparen können. Sehe ich auch so. Das ist eine schöne Strecke. Die macht echt Laune. Wie gesagt, es fühlt sich an wie ein Bergrennen. Und das war nix. Ah, schade. Besonders diese Passage hier. Kommt mir so vor, als würde ich irgendwo Serpentinen hochfahren. Oder nicht Serpentinen, sondern halt irgendwo so einen kleinen Gebirgspfad. Hier fehlt es ihm an Leistung, den Berg hoch. Zu weit rausgekommen aus Grün.
Denk dran, nach der Kuppe geht es ein bisschen rechts rum. Jo, trotzdem noch zu weit raus. Das erinnert ein bisschen an den Hatzenbach-Bereich. Ah, schon wieder zu viel untersteuern. Räder blockiert, glaube ich. Schöne Kombination dieser MCR Sports auf dieser Strecke. Und das war's. Ja. Na gut. Dann gucken wir uns jetzt noch den Caterham an und fahren da mal über die lange Runde von Orten. Ich glaube, wir werden uns nicht alle anschauen. Denn die Autos dürften sich wahrscheinlich nur vorrangig in der Leistung unterscheiden. An sich sehen Caterhams ja immer relativ ähnlich aus. Es sei denn, das hier ist der Prototyp. Nee. Mit dem geht's auf die Piste. Wir schauen mal kurz durch den Showroom. Driver Side bleibt rechts, das ist klar. 2 Liter Supercharged. 277 PS. Sequential with Power Shift. Okay. Wofür auch immer die 620 stehen. Onboard Adjustable Brake Bias, das klingt natürlich auch gut. Hatten wir gerade beim, ich glaube, bei dem Formelrenner gemacht. 2 Liter Duratec ohne Supercharge und dementsprechend nur 165 PS und der 270er. 112 PS, also das ist so Einsteigerklasse. Aber optisch nehmen sich die Autos nicht viel. Ist eigentlich immer das Gleiche. 1,6 Liter allerdings hier nur. Das ist ein, was auch immer, gearteter Motor. Keine Ahnung. Sagt mir nichts. Der wird noch handgeschaltet. Noch richtig schön mit H. Der 360 glaube ich nicht, ne? Der wurde auch schon sequenziell. Genau, auch sequenziell. Und der hat den gleichen Motor wie der große, nur ohne Aufladung. Und wir nehmen uns natürlich gleich das Biest. Und den in der Gulf-Lackierung. So gehört sich das. Hat einen roten Park. Classic. Ne, mit Schikanen heute. Ja, Caterham, ich weiß nicht. Irgendwie die große Liebe ist es nicht. Es hat mich nie wirklich so erreicht. Caterham gibt es ja auch in einem ein oder anderen Spielchen. Mir ist das Auto, ich will jetzt nicht sagen zu lebhaft, weil normalerweise bin ich ja einer, der diese lebhaften Autos doch sehr zu schätzen weiß. Dann sind es aber halt irgendwie Klassiker wie Gruppe 5 Fahrzeuge, die ganze Zeit um sich keilen. Beim Caterham hat mir bisher auch immer so das nötige Gefühl gefehlt. Aber gut, ich bin jetzt ruhig, wir gucken uns das Ding mal von außen an. Und ja. Thank you.
quer geht er. Ihr habt natürlich gerade gedacht, ich müsste die Strecke, die wir vorhin gefahren sind, abfahren. Deswegen bin ich falsch abgebogen. Ja, aber ich muss jetzt hier links rum. Oh, 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 und das... Das gibt... Scherben, 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 mehr. Nein. Keine Scherben. Das Auto hat natürlich vorne kein Flügelwerk. Dementsprechend hat er nur mechanischen Grip, mit dem er arbeiten kann. Und der hört irgendwann auf. Was ich eigentlich an sich nicht schlecht finde. Aber bei diesen Caterhands ist es irgendwie immer so ein bisschen extremer. Die sind, ja, sehr lively. Lebendig, lebhaft. Ich sehe nicht allzu viel. Diese Bodenwelle hier über Start und Ziel. Und da vorne denkt dran, Swordy, der Grip lässt vorne schnell nach. Deswegen bremsen wir mal ein bisschen an durch die Kurve. Das passt gerade so. Und da kommt er quer. Zu viel gegengelenkt. Ja, das Auto ist noch urig. Das ist sehr natürlich gehalten. Ah, what's that shit? Rechte Seite komplett demoliert. Und jetzt spielen wir noch Bummkreisel. Ja, das Auto ist hinüber. Brauchen wir nicht drüber reden. Also wieder raus auf die Bahn. An sich, alles in allem, finde ich sehr gut gelungen. Die Strecken sehen für Automobilista-Verhältnisse sehr, sehr gut aus. Also für die alte Engine macht das schon ordentlich was her. Die Fahrzeuge eigentlich allesamt sehr spaßig. Auch hier der Caterham, also ist halt eine Wutz. Das ist Song. Nee, insgesamt muss ich sagen, ist es wirklich ein tolles Teil für Season Pass-Besitzer oder diejenigen, die in der Kampagne, in der Indiegogo-Kampagne mitgemacht haben. Kostenlos das Ganze, weil die dann schon den Season Pass haben. Ansonsten eben momentan 18 Euro. Das Paket bis zum 28. Und danach dann 19,99 €. Also gutes Angebot, wenn man es mit Assetto Corsa-Preisen vergleicht, vielleicht ein bisschen zu teuer, wenn man es mit Preisen für Forza vergleicht, ist es ungefähr im gleichen Level. Man kriegt was geboten. Und es ist, man muss ja bedenken, das Grundspiel ist eigentlich relativ billig. Es gibt ja auch noch das Bundle Grundspiel plus Season Pass. Der Season Pass an sich kostet, glaube ich, auch nur $27 oder sowas. Also es ist allemal lohnenswert, da 1,50 Euro zu investieren. Zumal Automobilista ja von der reinen Fahrphysik her, vom Handling, vom Feeling her, von der gesamten Atmosphäre eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel ist
Und man finanziert ja damit auch ein bisschen die Entwicklung des Nachfolgers, der wahrscheinlich nochmal zwei Schippen drauflegen wird. Ich habe dazu allerdings noch leider gar keine Informationen. Das wird auf jeden Fall auch ein Meilenstein. Ja, also ich kann uns eigentlich nur wärmstens empfehlen, dass... Mein Gott. Das Paket... doch, ich würde, glaube ich, alle Autos nochmal fahren. Da gibt es jetzt keinen, wo ich sage, nö, nö. Was ja schon bei Assetto Corsa DLCs manchmal der Fall ist, wo ich sage, ne, das Auto, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also auch der Ultima in der Straßenversion, muss ich sagen, ist ulkigst, weil er hat halt Leistung und wiegt nichts. Und das musst du erstmal auf die Strecke bringen, von daher ist es eine sehr gute Erweiterung des Fuhrparks. Also die Auswahl ist gut, die Strecken sind gut. Kann ich nur sagen, weitermachen. Nächsten Monat soll ja schon das nächste rauskommen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich habe es irgendwo in die Kommentare geschrieben, was uns dann erwartet. Ich glaube, 4 Versionen Imola über die Jahrzehnte hinweg. Ja, also insgesamt genau die richtige Richtung, die Razer hier eingeschlagen hat. Und es macht aber Spaß. Das Feeling ist nach wie vor toll. Ich bin ewig nicht gefahren. Ich setze mich rein und ich fühle mich sofort pudelwohl. Die Force-Feedback-Rückmeldung ist perfekt. Das allgemeine Fahrgefühl ist super. Es läuft anstandslos. Gut, es ist eine alte Engine, die sollte auch anstandslos saufen, genau. Also von daher, Automobilista ist auf jeden Fall einen Blick wert. Es ist ein bisschen im allgemeinen Marktgetümmel übersehen worden in den letzten Jahren, als GameStocker noch. Ja, ich gönn's den Jungs. Ich finde, die machen echt gute Arbeit. Es lohnt sich, einfach einen Blick reinzuwerfen und ich freue mich schon drauf, was die Konkurrenz demnächst aus dem Hut zaubert. Ich sage nur Porsche und Assetto Corsa oder auch das lang erwartete Race Room Update. Bis dahin hat man mit dem BritPack aber auf jeden Fall einige tolle Stunden vor sich, die man hier in Automobilista zweifelsohne verbringen sollte. Das einfach unglaublich Spaß macht und sich super anfühlt. Ja, ich rede mit dem Mund fusselig, es kommt nichts bei rum. Typische Plaudertasche, Schnattertante. Schaut es euch selber an. Die paar Euro 50 ist es wie gesagt wert. Und ja, viel Spaß dabei. Ich glaube, ich verabscheue mich dann damit mal von euch für heute. Ich fahre noch eine schnelle Runde oder versuch's zumindest, es wird eh nichts. Und wünsche euch alles Gute dann. Bis zum nächsten Video. Euer Swaddy.